Auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Mit diesem Ostergruß grüße ich Sie dieses Mal hier vor der Stadtkirche unter strahlend blauem Himmel. Heute werden wir nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder einen realen oder wie man ja inzwischen sagt, einen analogen Gottesdienst in der Stadtkirche und auch in der Martin-Luther-Kirche feiern. Sicher mit vielen Auflagen, mit Mindestabstand, mit Mundschutz und auch ohne Gesang. Aber doch können wir zumindest in kleiner Zahl wieder gemeinsam Gottesdienste feiern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer alles da sein wird und wie dieser Gottesdienst dann sein wird. Es ist ein kleiner Anfang zurück ins kirchliche Leben, der uns aber vermutlich über längere Zeit in dieser Form begleiten wird. Darum wollen wir auch in unserem Kooperationsraum auch an diesen digitalen Videogottesdiensten festhalten und reihum, zumindest soweit es uns möglich ist, für jeden Sonntag eine Andacht vorbereiten und auch ins Internet stellen. Auch für diejenigen, denen vielleicht doch nicht wirklich wohl ist bei einem realen Besuch des Gottesdienstes in der Kirche. Liebe Gemeinde, folgenden Satz höre ich immer mal wieder, habe ihn auch selber schon so gesagt. Vermutlich haben Sie ihn auch schon öfters gehört, vielleicht auch schon einmal selbst gesagt. Meistens, wenn man auseinandergeht. So Gott will und wir leben. Kirchentagsbesucher wissen auch, dass dieser Satz immer am Ende des Abschlussgottesdienstes auf einer großen Leinwand eingeblendet wird, verbunden mit der Einladung zum nächsten Kirchentag in 2 Jahren. Auf Wiedersehen in da-da-da, so Gott will und wir leben. Aber ganz ehrlich, bisher dachte ich immer, ja natürlich, dann also bis zum nächsten Mal. Das denke ich jetzt in Zeiten von Corona längst nicht mehr so selbstverständlich. Unsere momentane Situation zeigt uns, in manchen Ländern noch viel deutlicher, natürlich ist daran gar nichts und selbstverständlich auch nicht. Wäre dieses Jahr ein Kirchentag geplant gewesen, wäre er längst abgesagt. Ob einer im nächsten Jahr stattfinden kann, weiß heute auch noch niemand. So Gott will und wir leben, ist ein Vers aus der Bibel, genauer gesagt aus dem Jakobusbrief. Dort heißt es im Zusammenhang: Nun zu euch, die ihr mit großen Worten ankündigt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen.
Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ein Wort fast so alt wie das Christentum. Rund 2000 Jahre alt, aber so wahr wie eh und je. Wir hatten es, glaube ich, nur ziemlich vergessen. Die meisten Menschen haben eine solche Situation, wie wir sie jetzt haben, noch nie erlebt. Alle Pläne für dieses Jahr sind hinfällig. Das gilt für Feiern, Urlaube, Ausflüge, Konzerte und große Sportveranstaltungen. Aber oft eben auch für wirtschaftliche Pläne und Hoffnung. Das zu begreifen fällt uns Menschen schwer. Besonders schwer fällt es denen, die es gewohnt waren, was sie sich vorgenommen hatten, auch umzusetzen. Wir erleben jetzt ganz neu und viele, vielleicht auch völlig unerwartet, wie schnell sich Pläne in Luft auflösen können. Und wir erleben vielleicht zum ersten Mal, wie verwundbar wir Menschen sind. Ein flüchtiger Hauch bist du, sagte der Jakobusbrief. Kaum ist er da, schon ist er wieder weg. Was ist der Mensch, heißt es auch im Buch Jesus Sirach. Wie ein Wassertröpfchen im Meer und wie ein Körnchen im Sand. So verhalten sich die wenigen Jahre eines Menschen zur Zeit der Ewigkeit. Will Gott uns also mal zeigen, wie unbedeutend und klein wir sind? Nein, das glaube ich nicht. Immer wieder erzählt die Bibel, wie sehr Gott seine Menschen liebt. Er schickt keine Krankheiten und Strafen. Aber die Welt ist, wie sie ist. Und sie ist kein Paradies. Und nichts in ihr ist wirklich sicher. Seuchen hat es in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben. Nur dachten wir vielleicht, diese Zeiten seien endgültig vorbei, dank unserer modernen Medizin. Auch wenn Wissenschaftler immer wieder genau davor gewarnt haben. Ja, jetzt spüren wir sind verwundbar. Wir sind wie ein Tropfen im Meer und ein Körnchen im Sand. Liebe Gemeinde, diese Erkenntnis ist bitter und dennoch macht sie uns auch klüger. Sie nimmt uns nämlich den Wahn, alles im Griff zu haben, denn der war letztlich immer eine Illusion. Wir sind klein und hilflos, aber wir sind nicht unbedeutend. Das sagt uns auch die Bibel. In dieser unsicheren Welt sind wir winzigen und hilflosen Menschen in der Hand dessen, der alles geschaffen hat. Für ihn sind wir bedeutend, jeder und jede einzelne von uns. Er begleitet uns auch durch diese Tage. Von ihm kommen wir und zu ihm gehen wir. Das ist sicher. Wann das sein wird, weiß niemand von uns. Aber wir wissen, wir gehen niemals allein. Gott ist uns nicht fern, nur weil wir keine Gottesdienste feiern oder sie nicht besuchen können. Er ist ganz nah bei uns und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns auch durch diese Zeiten des Schreckens, der Einsamkeit und der Unsicherheit führen wird. Denn auch in diesen Zeiten gilt sein Versprechen, denn ich weiß wohl, welche Pläne ich mit euch habe, Pläne des Lebens und nicht des Leidens. Denn ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, du bist uns nah, wenn wir ohnmächtig sind, einsam und ratlos mit deinem Wort. Du bist uns nah, wenn wir einander dienen mit deiner Kraft. Mehr als wir fassen können, willst du uns Gutes. Wir bitten dich für alle Kranken um Beistand und Trost. Für alle, die jetzt einsam sind, bitten wir um Geborgenheit. Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie behütet bleiben. Für alle, die sich um Kranke kümmern, in Kliniken und Heimen, gib ihnen Kraft für ihren Dienst und bewahre sie vor Ansteckung. Wir bitten dich für die, die nach Therapie und Impfstoffe forschen, um raschen Erfolg. Für die Frauen und Männer, die uns mit dem Nötigen zum Leben versorgen, dass sie gestärkt werden. Für alle, die sich kümmern in Politik und Verwaltung, um Weisheit und gute Beratung. Für die, die um ihre Existenz fürchten, um verlässliche Unterstützung. Wir bitten für die Armen bei uns, für die Geflüchteten auf der Welt und für alle, die in Ländern erkranken, in denen die Gesundheitsversorgung nicht so gut ist, dass Hilfe sie erreicht. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.